Ja, hallo. Gut, mache ich jetzt auch mal eine Premiere hier bei Facebook Live. Schauen wir mal, ob wir das technisch hinkriegen. Ja, ich habe vor einigen Tagen habe ich einen Beitrag von Bruno Württemberger geteilt und da hat er ganz provokant gesagt, die spirituelle Szene hat versagt. Die sind alle totenstill und zu feige, um zu sagen, was Sache ist. Klar, sie nennen es Meditation, Stille und Liebe etc. Aber es ist schlicht und einfach Feigheit. Die Welt retten? Ja, das wäre ganz dringend nötig. Aber das werden die ganz normalen Menschen tun müssen, denn die Spirituellen sind zu sehr damit beschäftigt, so zu tun, als würden sie lieben. Das ist natürlich ein Post gewesen, der bei mir einerseits ein kleines bisschen für ja, Aufregung teilweise gesorgt hat und ja, Menschen, die dann teilweise vorgeben, spirituell zu sein, sind ja, ich sag mal, sehr emotional geworden. Also nicht wirklich zentriert. Und wenn ich mir das Ganze bei Bruno Württemberger anschaue, ist es dort fast ähnlich. Ich habe zu diesem Thema Spiritualität habe ich generell noch ein paar andere Gedanken und die möchte ich einfach, ja, an dieser Stelle einfach mal teilen. Und zwar, wenn wir uns vielleicht einfach erstmal damit auseinandersetzen, warum wir vielleicht geboren werden, wo wir geboren wurden. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch ja auch schon mitbekommen, dass in dem Moment, wo wir vielleicht an einem anderen Ort der Welt uns vielleicht gerade aufhalten und wir sind krank, dann können uns eigentlich nur wirklich die Pflanzen heilen, die an dem Ort wachsen, wo wir geboren wurden. Nun, jeder Ort, an dem wir halt, wie gesagt, geboren wurden, hat vielleicht irgendwo ja eine gewisse Aussagekraft, eine gewisse Notwendigkeit, warum wir wirklich an diesem Fleckchen Erde gerade inkarniert wurden. Und ich stelle mir jetzt die Frage, wenn Spiritualität das sein soll, was uns den Weg ins Innere weist, und ich meine, wir sehen im Außen eine riesengroße Orientierungslosigkeit, die Welt läuft rum wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, und dann sollte man die Orientierung im eigenen Inneren finden. Aber wenn Spiritualität etwas sein sollte, wo wir den Weg ins Innere finden, ins eigene Innere, dann frage ich mich an dieser Stelle, warum wir uns so sehr an der fernöstlichen Spiritualität orientieren. Ja, da werden sich jetzt wahrscheinlich einige getriggert fühlen und auch vielleicht sogar angegriffen, aber nochmal die Frage, wie kann eine Spiritualität den Weg ins Innere weisen, wenn sie aus dem Außenland kommt? Mal ganz, ganz blöde gefragt. Das andere, was ich in diesem Zusammenhang auch noch denke ist, und da kommen wir jetzt zum Thema Geld, also das ist ja schon fast mein Thema. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir den Kapitalismus quasi lieben gelernt. Wir haben den Marshallplan bekommen, haben Geld in Hülle und Fülle, gut über Kredite und sowas bekommen und haben uns eine ganze Menge Wohlstand und so weiter aufgebaut. Das haben wir zuerst sehr schätzen und lieben gelernt und mittlerweile ist es so, dass ja, ich sag mal, sehr viele diesen Kapitalismus ablehnen, diesen Raubtierkapitalismus. Es ist etwas, was nicht wirklich schön ist, sagen wir es mal so. Und nun sind wir ja alle irgendwo in diesem Hamsterrad, wie wir es denn ja so gerne nennen, gefangen und können aber aus diesem System nicht so ohne weiteres aussteigen. Das heißt, wir brauchen irgendwo einen Ausgleich. Und diesen Ausgleich, den glauben wir in der, ich sag mal, fernöstlichen Spiritualität zu finden. Das Interessante ist jetzt, dass dadurch den Kapitalismus, den ich vielleicht einerseits ablehne, wenn ich nur den habe, bin ich irgendwo unausgeglichen als Mitteleuropäer. Ja? Der Kapitalismus kommt ja aus dem, ja, ich sag mal, angelsächsischen Raum. Der ist uns zugetragen worden. Und als Mitteleuropäer bin ich dann im Ungleichgewicht, wenn ich nur diesen Kapitalismus vor mir habe. Und wenn es dann andererseits so ist, dass ich dann im ja, unausgeglichen bin, dann brauche ich ja einen Ausgleich. Und den finde ich dann auf der ganz anderen Seite von der Erdkugel, nämlich im Fernen Osten, in der Spiritualität. So, dann haben wir hier ungefähr die Waage. Wenn ich jetzt aber diesen Kapitalismus, den ich eigentlich ablehne, wenn der nicht mehr da ist und nur die fernöstliche Spiritualität wäre da, dann wäre ich als Mitteleuropäer ja nicht wieder immer unausgeglichen. Und wenn ich das dann bin, dann muss ich mir eigentlich eingestehen, dass das, was ich eigentlich ablehne, also den Kapitalismus, den muss ich wieder ja, zu mir ranziehen. Und das könnte natürlich jetzt sein, dass ich in dem Zusammenhang als Mitteleuropäer ja vielleicht
tatsächlich die spirituelle Aufgabe habe, jetzt diese beiden Komponenten miteinander zu vereinen. Aber es könnte auch sein, dass diese beiden Pole, dass die mich gerade zerreißen. Das heißt, es könnte sein, dass ich vielleicht eher eine Spiritualität für mich finden und entdecken muss oder entwickeln muss, die eigentlich, ja, aus dem Inneren kommt, schon vor meinen Füßen gelegen hat. Und das dann vielleicht, um es jetzt mit Kapitalismus und Wirtschaft nochmal, ja, auf eine Ebene zu bringen, dass dann vielleicht das, wie wir Wirtschaft leben, dass das Ausdruck meiner Spiritualität ist. Einfach nur mal ein paar Gedanken dazu.